Leute, ich habe ein Problem. Ich habe gerade mein Gewicht Das in den wäre der. ich habe mein Gewicht gerade in den Boden reingefahren. Ich bin drüber gefahren und es ist versunken. Mein Gewicht ist weg. Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Landwirtschaftssimulator 15. Ich will aber doch mal pflügen. Ja, Warum dann mach das. darf ich denn immer nur die kleinen Pimperlis-Arbeiten machen? Nur weil ich es nicht kann oder was? Ich fühle mich so ein bisschen Ja. unterdrückt. Also beim Flügen längst nicht, sondern der Flug. Also ich finde, man kann aus der Cockpit-Perspektive besser fahren, weil man hat eine bessere visuelle Rückmeldung. Man sieht dann die Räder so ein bisschen besser und dann sieht man besser, dass man eben nicht so Schlangenlinien fährt. Na dann, siehst du, ist doch super. Ja, das Problem ist nur, man sieht dafür dann das Feld nicht so gut, ne? Was machst du für eine Arbeit? Wer ich? Also ansehen oder wie? Dann tust du. Ach so, ja, ich sehe. Ja. Ja, danke. Ja, beim Ansehen ist es ein bisschen blöd, ne, wenn man die Geräte hinten dran hat. Beim Dreschen zum Beispiel geht es eigentlich ganz gut mit dem Schneidwerk, was wir jetzt haben, weil es relativ klein noch ist. Da kann man auch gut aus der Innenperspektive fahren. Ja, es sieht ja auch ganz So. cool aus, nur dass die Hände, dass ich keine Hände habe, das irritiert mich ein bisschen. Und ich stehe jetzt hier mit Ja, dem das hast du sauberen aber Drescher nur wieder aus der rum. Innenperspektive nicht. Ja, das ist aber komisch, eigentlich gerade da bräuchte ich welche, ne? Ich Ja, das bin. sieht Aber aber wir haben hier extrem den eigenartig, wenn man Gartenzaun aus, hingemacht. wenn man Hände hat. Ich weiß, es kommt Das darauf war an, wie ja. es gemacht ist, ne? Also, ich sag mal so, das sieht jetzt irgendwie gerade so ein bisschen aus wie der doppelte Luke Skywalker. So ein bisschen. Bei ETS hat man ja auch keine Hände. Ja, jetzt streb halt rum, Mann, ist doch okay. Jetzt, du musst jetzt aber noch klug scheißen, du fährst die ganze Zeit so super gerade und dann noch klug scheißen, ne? Und dann keine Party machen zum 18., ne? Toll. Guten. Er macht schon eine Party. Wir bist nur nicht eingeladen. Ah, stimmt, scheiße. Ich darf wieder nicht mitspielen, verdammt. Bist schon zu alt, Harald. Halt die Klappe! Brauche ich gerne. Ja. Glaubst du doch selber nicht. So, jetzt, ich bin Also jetzt ich muss jetzt durch. mal kurz was vor, ich muss mal kurz was vorlesen. Und zwar die Liana, die hat donated. So, und sie hat mir geschrieben, Tino, ich habe dich unterstützt. Was muss ich nun machen? Ja, erstmal ein Perso schicken. Liana, wie soll ich dir das jetzt erklären? Ja, erstmal ein Perso schicken, ne? Ja. Das ist schon mal das Wichtigste. Schick mir erstmal ein Foto. Dann sprechen wir über Ach, alle so anderen läuft es bei dir. Konditionen. Erstes Foto, dann ein Perso. Das ist ja wie bei Ja, es Lord gibt. Abaddon, mein Lieber. Vielleicht kann man bei bestimmten Fotos über Persos hier drüber hinwegsehen. Oh. Ah, da ist Gruber, ja. Ich hatte schon die ganze Zeit, ich hatte gedacht, zur Sicherheit fährst du nochmal drüber. Oh, danke. So, ich habe jetzt das Danke, Problem, dass danke. ich halt hier schon wieder arbeitslos bin gerade. Also, das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Oh, da ist noch ein Loch. Ja, was lachst du denn da? Oh, Harald, das sieht genial aus. Was denn? Wo ist denn ein guten Kamera-Reiswitchen? Hast du da einen Trecker? Deine Arbeitstechnik. Ja, was denn? Ich besser nach. Ist das nicht erlaubt? Ist das verboten? Kriegt man da Punktabzug? Auf die Weise sieht es auf jeden Fall lustig aus. Nochmal hier 90 Grad zurück. Ach, halt die Klappe. Ich habe alles im Griff. Ja, wollt ihr vielleicht Löcher im Feld? Wollt ihr irgendwelche scheiß Kornkreise? Hä? Wollt ihr doch nicht, also. Können wir kurz aussteigen? Ihr seid doch alles Ja, kann ich machen. Landwirtschaftssimulator-Streber, deswegen muss ich mich doch da ein bisschen anpassen. So, oh, da habe ich noch was vergessen. Ne, obwohl. Macht das was aus, wenn das Muster einmal von links oben nach rechts unten und einmal nur waagrecht und einmal senkrecht und einmal irgendwie so ganz komisch aussieht, Nein, oder? das ist eigentlich egal. Aber gut, dann haben die Vorspuren Auswirkungen. Also da, wenn man jetzt über das Gesäte drüber fährt, dass da nichts mehr wächst. Was? Nein, soweit ich weiß, nicht. Okay, gut, dann Ich ist das hab noch nicht drin. In diesem Moment die Hände Gut, vom, hätte vom. Harald jetzt Ärger gekriegt. Ich habe jetzt die Hätte Hände von der Harald jetzt Ärger Tastatur. gekriegt, ja. Ich habe jetzt schnell Hätte die sie Hände von von der vorne Tastatur anfangen genommen. können. Ja. Aber ich glaube, jetzt sind wir durch. Also, das war ganz okay. Ah, da ist noch ein Loch. Das sieht aber nicht aus wie ein Loch. Das sieht eher aus wie ein Schlitz. Aber das kriege ich auch noch hin. Habe ich jetzt eigentlich an oder aus? Woran sehe ich denn, ob an oder aus ist? Bei der Sämaschine, das hörst du am Sound. Ja, okay. Und da steht Ich auch hab's oben drin, ob gehört. du an Ja. oder abschalten kannst. Er zischt, er zischt. Nur ein bisschen Sprit verbrauchen hier. Muss ja alles genutzt sein, ne? Machen jetzt hier mal richtig Hektar. So,
Guten Abend. Kann man irgendwie so einen Flugmodus vielleicht noch einstellen? Geht das auch? Ja, hast du die Konsole eingestellt vorher? Nein. Nein. Dann, empfehle ich Ihnen auf meinem Kanal in der Playlist Tutorials, Tutorial Nummer 1, wie öffne ich die Konsole? Herzlichen Dank. Ach so, ihr macht jetzt Werbung. Ja, ja. Ist jetzt Werbetime? Du hast jetzt deine 10 Sekunden, ab jetzt. Okay, also in genau 7 Minuten gibt es bei mir auf dem Kanal den Landwirtschaftssimulator zu kaufen für nur 22,99 und es gibt dann kostenlos obendrauf noch Demolition Company in der Goldversion und den Ski-Region-Simulator. Also quasi 3 Premium-Titel. 3 Spiele zum Preis. Du musst jetzt nur noch sagen, bei dir auf dem Kanal meinst du jetzt YouTube oder Twitch? Ja, YouTube natürlich. Frenkel Frotzelt. YouTube. Gut. Da ja gut, die 10 Sekunden sind schon rum, ne? Also da läuft da jetzt gerade so ein Deal. Ja, aber vielleicht wollt ihr ja noch für eure Freundinnen oder so, vielleicht wollt ihr auch noch was kaufen. Kann ja sein. Ich? Für die Freundin? Ich kann ja mal Demolition Company schenken, zum Jahrestag, der übrigens morgen ist. Mal gucken, was sie sagt. Ja, die freut sich bestimmt. Denke ich auch. Vor allem Demolition Company. Ich glaube, ich bürge gerade den Pirlimann ab. Bergauf mit Flug ist keine gute Idee. Ne? Und nicht dein Ernst, guten, oder? Immer schön. Also ich habe gerade flotte 2 km/h. Ja, ich stehe hier, ich sehe es. Und ich habe immer schön durchstreiten, guten. Ah, ich stelle mich jetzt erstmal an den Rand und trinke mal einen Schluck, weil ich musste jetzt... Ah, da ist noch ein Loch. Also ich hätte gerne mal so 200 PS mehr da vorne drin. Oder generell erstmal 200 PS. Ja, so ein schön Puma. Ach, oh, hallo. Hallo Herbert. Ist ja auch da. Du musst andersrum fahren, Guten, nicht bergauf, bergab. So, Traktor ist schmutzig, Löcher sind alle gestopft, weil mit Löchern kenne ich mich gut aus. Und was mache ich jetzt? Hallo, Thorsten. Habt ihr schon gedüngt? Tino hat den Dünger in der Hand. Ich hatte den Dünger, die Felder sind gedüngt. Alle. Also, was ich ja gerade grün war, definitiv nicht. Doch. Nein, das ist alles hell. Mhm. Habe ich gedüngt. Also meine Zuschauer werden immer weniger. Da heißt es jetzt, ich soll mehr Blödsinn machen, aber das geht auch nicht. Ich bin hier mit Landwirtschaftssimulator Profis am Werk. Das geht nicht. Was heißt deine Zuschauer werden weniger? Ich bin jetzt bei... Wie heißt du denn? Jetzt bin ich bei nur noch 380. Ach. Und wie wir... Ist doch alles... Ist doch super. Wie heißt es so schön? Pass auf, folgendes steht da und zwar: Es liegt daran, dass du immer das Gleiche machst. Ja, liebe Leute, das ist das Spiel. Das ist so. Da hat er recht. So, was kann ich denn jetzt machen? Ich muss noch was anderes machen. Fahr doch zum Randy runter und tausch mit Randy. Randy Grobert. Grobert ist ja. Grubbern ist ja totaler Unterschied, ne? Ist ja total anders, ne? Fährt man das Feld auch rauf und runter, haben oder? Haben wir den Agrostar frei? Ne, denn ich hab den Agrostar ja beim Grubbern. McManus, fährst du gerade zum Randy? War gerade da runter, ja. Ja, dann folge ich dir mal, dann kann ich mich nicht verfahren. Harald, du möchtest doch sicher mal den Hürlimann fahren, oder? Den Hürlimann? Was ist das? Ein Schweizer? Wenn du mir dafür den Agrost gibst, dann freue ich mich. Was? Was ist denn der Hürlimann? Das Agrostar, wenn ich mich nicht irre. Also Randy? Ja. Wenn du jetzt mal das Feld neben dir anguckst, siehst du, dass das bedeutend heller ist wie das. Ich habe einen, das ist das Gewicht. Syr 100 Kilo, ja. Wie heißt der andere? Ja. Ich habe einen, ach ja, tatsächlich, ey. Agro. Das ist doch eigentlich genau das Richtige für mich. Ich darf nichts anderes fahren als den hier. Agro. Wir haben keine Geräte mehr. Ach Mann, ey, das ist doch Mist. So, warte mal, ich muss jetzt mal in den Shop hier gucken, ey. Bam! Scheißdreck, da war ein Zaun. Gibt's nicht irgendwie so Palettenzeugs, das, Ja, dafür bräuchten wir dann einen Frontladerschlepper. Und den haben wir nicht. Nein. Aktuell haben wir den noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns den leisten können oder sollten. Ja, so 60.000, 70.000, damit könnte man dann Missionen machen. Damit geht Geld 60, auch wieder 70. rein. 60.000? Du hast gesagt 6.000 für ein paar Minuten, ne? Ja, für 2-3 Minuten. Fährst gerade, man muss Paletten hin und her fahren, ne? Ja. Okay, jetzt habe ich Wobei mich wohl... Wobei die Palettenphysik jetzt gut ist. Ich habe mich wohl festgefahren in der Erde. Moment mal. Ja gut, wir können es gerne versuchen. Also, wir haben noch Rahmen von... Hoppla!
Ja, aber davon abgesehen könnten wir auch einen Hurlimann verkaufen und gegen den Agro-Star austauschen. Wäre natürlich auch schick. Einen Hurlimann verkaufen, Agro-Star dafür. Leute, ich habe ein Problem. Hm. Ich habe gerade mein Gewicht in den Boden reingefahren. Ich bin drüber gefahren und es ist versunken. Mein Gewicht ist weg. Ich hab's jetzt mal ohne. Hat keiner geschafft. Ohne Scheiß, ich hab jetzt gerade mein Gewicht in den Boden gefahren. Wo ist das jetzt? Ich dachte, ich bin schlau, weil ich hab mich festgefahren gehabt, dann hab ich. Harald hat das Spiel kaputt gemacht. Wo schnellst du, Harald, genau? Ja, beim Saatgut. Oder bin ich jetzt auf einem anderen Server als ihr? Da also oben ihr könnt das zurücksetzen im Menü. Oder wir machen es mit einem Frontlader irgendwie. Wir haben ja keinen Frontlader. Der ist weg! Ja, wenn wir einkaufen können. Das Gewicht ist ja wirklich weg. Ich hab das... Wo hast du das abgelegt? Pass auf, McManus, komm mal mit. Ich zeig dir das mal. Pass auf, ich war hier gestanden an diesem Abhang, ja? Wo bist du? Ja, hier, direkt vor dir. Oder bin ich jetzt doch auf einem anderen Server? Ist das jetzt ein Geistwesen? Hallo? Ja, steig mal aus. Hier, ich bin doch ausgestiegen. Ich stehe neben dir, du Penner. Hallo? Ja, ich sehe dich nicht. Was? Leid. Moment, warte mal. Bleib mal stehen. Ich stelle mich immer genau vor dich. Warte mal, bleib nah. Ich knutsch dich gerade. Keine Chance. Bist unsichtbar. Siehst du Harald, Renny? Hä? Moment. Habe ich mich auch noch selber in den Boden reingefahren, oder was? Anscheinend. McManus. Hallo. Hey, hier ist der Frenkel. Ja, natürlich, hier bin ich doch. Ich sehe dich. Ich sehe tote Menschen. Ich bin nicht gelaufen, oder? Nee, hier, ich laufe gerade gegen ihn. Ja, genau. Der Sachse hat mich gerade befummelt. Nee, sehe ich nicht. Warte, ich steig nochmal ein. Ich steig nochmal ein und nochmal aus, warte mal. Boah, warum also ist wenn du einsteigst, sehe ich dich. Bum. Jetzt sehe ich und dich. Wieder raus. Jetzt bist du unsichtbar. Ja, da sieht man mal was. Harald, das ist, was ist das für eine Magie-Scheiße, die du hier machst? Ja, ich kann das, Freunde. Ich kann nicht viel, aber was ich kann, kann ich gut. Ich kann auch Karnickel herzaubern. Scheißdreck, warum bin ich denn... Also pass auf, ich war jetzt an diesem Abhang gestanden. Da war ich festgeklemmt und dann war ich so unheimlich schlau, hab abgekuppelt, ja, das Hinterteil, die Sämaschine und dann aus Versehen, muss ich gestehen, also das Gewicht wollte ich nicht abkuppeln. Und dann habe ich die Sämaschine wieder angekuppelt und dann bin ich aussehen über das Gewicht drüber gefahren und dann ist das im Boden verschwunden und seitdem ist es weg. Na, aber Randy, kannst du das Gewicht zurücksetzen? Habe ich schon. Ach so. Ja klar, dann ist klar, das musst du ja nicht sehen. Dann steht es jetzt beim Händler Harald. Oh Mann, ey. Habe ich jetzt was zu tun, ja? Ja. Fahr ich zum... Jetzt war ich am Händler, muss man gucken, weil normalerweise setzt er das ach, ja... Ach nee, er setzt zum Hof zurück, stimmt. War. Aber... Ach, hier oben, Harald. Bad. Ja, hier oben, was ist denn das für eine Angabe? Ich meine. Ja, du siehst da, wo ich stehe, oder? Warte mal, wo? Ach, da oben bist du, ja. Okay, alles klar. Und da ist das Gewicht? Da ist das Gewicht. Also, ihr könnt das dann sehen, ja. Wenn ich das auf YouTube hochlade, könnt ihr das sehen. Das verschwundene Gewicht heißt die Folge dann wahrscheinlich. Ja, da ist es. Na gut. Ich fahr mal zum Händler, Randy. Für? Wo sind da vorne und wo sind da hinten? Den Hurlimann wegschaffen und dafür noch einen Dings kaufen. Oh, den Hurlimann nur mit runter schaffen, weil dann, wenn du den dort vor Ort verkaufst, kriegst du mehr Kohle. Ja, deswegen sage ich, fahr runter jetzt. Okay, falsche Seite offensichtlich. Scheiß sagen, weil dann muss ich das freigeben, dass du es verkaufen kannst. Willst du das Gewicht gleich mitverkaufen? Nee. Gut. Aber dann gleich wieder mitnehmen. Ja, das ist richtig. Also das der Steam von Harald. Dann könnte man ja theoretisch, weiß nicht, wäre es sinnvoll, noch einen Gruber oder eine Seemaschine zu kaufen. Das ist nicht normal, wie der fährt, Freunde. Das ist nicht normal. Wenn wir jetzt den Agro-Star haben, würde ich den wohl nehmen. Fürs Flügen. Dann würdest du den nehmen fürs... Ach, fürs Flügen, ja, okay. Weil der Hörlimann, der geht mir hier irgendwann noch aus. Da ist nicht viel, ne? Na, der hat 90 PS oder so, wenn überhaupt. 90. Und das Geile ist ja für einen Gruber. Hat er mal gehabt, wo er gebaut wurde. Wird ja 100 empfohlen. Ja. Man merkt es. Also, ich mache jetzt gerade hier Physiktests, aber das ist schon ein bisschen komisch. Der schlittert und rutscht so ein bisschen, also wirklich wie auf Eis zum Teil. Kann ja mal zum Händler fahren. Danke, Leute, für die Info. Was denn? Ich habe auch das Gewicht nicht zurückgesetzt, ich habe meins zurückgesetzt. Dann.